Radio Shantytown traf Mr. Zimmer, Roy Ellis direkt nach der Show auf dem Ska Splash 2008. Wir befragten ihn unter anderem zu seiner Zeit in Deutschland Anfang der 70er Jahre. Hört einfach selbst, was er darauf gesagt hat. Roy, du hast in Deutschland gespielt. Ja, 1971 warst du in Deutschland? 71. Ja. Ja. Ja, 71. Mit Monty? Monty auch dabei? Die ganze Band. Die ganze Band. Die Reggae-Musik pioniert. Und damals niemand hat gewusst, was Reggae-Musik war. Und noch viele von den jungen Leuten haben keine Ahnung, dass wir waren die Pioniere für diese Musik von 1970 bis jetzt. Und dann haben wir aufgehört und was anderes gemacht. Und dann plötzlich seit 1980, wenn die Special Skinhead Mustang Nummer 1 in der Hitparade reingebracht. Und zum Beispiel, wir haben diesen Reggae-Film, als Reggae, die hast du gesehen, manchmal noch ganz klein da, dieses altes Video von Wembley Stadium. Denn Reggae wurde groß geworden, aber viele Leute wissen das nicht. Wir, die Zimmer Rippers, als immer in Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Frankreich, Belgium, Italien, überall. Weil niemand hat gewusst, was Reggae-Musik war. Und darum jetzt die Leute gesagt, wir sind die Legende wegen wir haben das angefangen, dieses Skinhead-Reggae und. Und wir sind so froh, dass wir können ein bisschen von das profitieren momentan, oder? So wir sind so. Und in letzter Zeit sind wir ziemlich viel in Deutschland. Letzte Dezember ich war in München in Backstage, und ich war in Jena, West, und dann okay, ich war in Berlin. Und vor ein paar Jahren ich war in Leipzig, ich habe das zweimal Ska Festival getan. Und dann zweimal Ska Festival in Potsdam da. Und zweimal in der Stadt Berlin in Kattow irgendwas so in ja, Berlin Stadt. Das habe ich zweimal gemacht. So und einmal in Hannover. So ich bin wieder da, wir sind wieder da. Aber da geht es als Mr. Simmerip. Und jetzt momentan ist noch Monty Susamen, because he war der original Keyboard Spieler, aber jetzt singt ihm auch und so weiter. Und ich habe ganz andere Sachen gemacht in Amerika und ich mache meine Sachen hier. Aber wenn wir Zeit haben, kommen wir miteinander zu so mit. Mr. Roy Ellis, yeah. Du spielst in Roslau diesen Sommer. Freust du dich drauf? Ist die Vorfreude groß? Immer. Ich weiß, immer, wenn ich nach Deutschland spiele, ist es eine große Freude für mich. Das größte Ska-Fest hier, Ska Splash in England, ist es bestimmt auch für dich was Besonderes hier in England? Ja, so gewöhnlich. Die ganze Sache ist hier angefangen. Ich weiß, das erste Mal hier, wir haben hier gewohnt und wir haben hier gesagt, die Musik entwickelt hier, Skinhead Reggae, und später das gesagt, Skinhead Reggae, Two-Tone, New Wave, aber später die Skinhead das gewusst, dass wir das angefangen. Alle diese Band vom Special, Madness, Bad Manners und so weiter, wir haben alle unsere Musik gespielt. Bis heute, die Agrolife zum Beispiel, unser ganzes Programm spielen auf der Bühne. So, wir sind, ihr seid die Legende? Ja, wir sind Legende. Sag die Leute. Ich kann das nicht von mir selber sagen, aber die Leute sagen ja, das. Ist also, schön. Ja, ist so wunderbar. Das neue Album, das hast du angepriesen. Das Skinhead immer kommt. Das ist das neue Album, ja. Das war für 2 Jahre rausgebracht jetzt und es läuft sehr gut. Ich bringe mich nach Japan. Es war überall in Japan. Nächstes Jahr im Oktober gehe ich wieder und so weiter. Auch auf Tour in Japan? Ja, es war in letztes Jahr April war ich da. Ganz große angekommen, die Leute angekommen, diese Platte da. Und ich habe das richtig gesagt. Und darum ich gehe wieder in Oktober wieder und so weiter. Und auch in Wien, wie ich wieder in Oktober in Wien, nach Japan, sowohl in Wien und so weiter. Ja, das läuft wieder. Wir haben nie so Tour in 70er Jahren, nicht mehr Tour, wenn die Leute die Musik nicht verstanden damals. Wir haben ganz in eine andere Richtung gegangen. Und dann ich bin wieder da. Die Band ist oft gehört. Aber ich möchte einfach die Leute sehen, die Leute, was die Text geschrieben hat, dass wir zwei haben. Darum machen wir miteinander ist was momentan, oder? Weil die muss nicht die ganze Band da, die Leute gewohnen meine Stimme. Meine Stimme ist die wichtige, was die Platte verkauft. Was bedeutet Liebe für dich? Was ist Liebe? Liebe? Ja. Liebe bedeutet für mich, dass alle Leute kommen zu, wie heute zum Beispiel auf der Bühne da. Das ist Liebe. Die Leute haben Freude, mich zu sehen. Viele Leute haben mich nie auf meine Platte, die haben mich nie erlebt und so weiter. Hier ist das Mal und so. Und ich komme und bleibe so spät. Das ist Liebe für mich. Roy, herzlichen Dank. Vielen Dank.